Und Nila. Wir haben so viel erlebt in letzter Zeit, ne? Komm, Mary. Operation Outback, Tag 1. Was hat denn Mary für einen Auftrag? Höhlenkunde. Okay. Und Rom. So, komm mal her. Da ist irgendwas. Ein silberner Ring. So. Da ist er weg. Oh, oh. Ja, toll. Ich wollte gerade meine flammenden Fäuste holen. Die habe ich aber gar nicht. So. Du bist so blöd. Ganz ehrlich. Rennt in die Fackel rein und tötet sich selber. So. Ich vermisse irgendwie voll die Fläschchen. Irgendwie traurig. So, komm. Nimm mal hier mal ein bisschen TNT mit. Bäh. Okay. Schmeißen wir es weg. Boah, wo laufe ich denn eigentlich gerade hin? Ach, dahin. Nein! Verdammt! Komm her! Ich muss dich auf deinen Freund hauen. Au! Drecksack! Au! Drecksack! Mist! Ich kann ihn gar nicht mehr so richtig schön umhauen. Gut, er ist schlau, er läuft nicht in die Fackel. Er hat nämlich was, das möchte ich haben. Oh oh. Warum hört er mich? Er soll mich in Ruhe lassen. Wo ist er hin? Da ist ein Känguru. Oder was ist denn das? Nee, wie heißt's? Ein Dingo. So. So ist es. Ach, da. Lauf doch nicht von mir weg. Ich möchte dich nur ausrauben. So, silberner Federhalter. Tot. Was ist jetzt das Zeug? Da. Warum ist hier jetzt alles kaputt? Bam. So. Uah. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Okay. Ja, da hinten geht irgendwas in die Luft. Okay. Ich weiß, du bist nervös, deinen Lehrer wiederzusehen. Aber er will, dass du und ich ihm einzeln einen Besuch abstatten. Gäbe es den Kugo nicht, wäre ich nicht der Murray, der ich heute bin. Ich weiß nur nicht, ob er mit meinen Fortschritten als Mystiker zufrieden ist. Was redest du da? Du hattest doch in Venedig mit der Aborigine-Kugelgestalt großen Erfolg. Er wird stolz auf dich sein. Kann sein, aber ich hab die Beherrschung verloren und mit Octavio gekämpft. Um mir zu helfen. Ich bin sicher, es wird den Guru freuen, dass Freunde zusammenhalten. Geh in diese Höhle. Sie führt direkt zu ihm. Okay, Bentley. Höhlen, ahoi! Da hat Bentley recht. Mary soll sich keine Vorwürfe machen. Er hat richtig gehandelt. So. Was für eine kleine Tür. Okay, was erwartet mich denn in dieser Höhle? Wachen. Wirf diese Stalagmiten mit Steinen kaputt. Oder... Du kannst doch einfach die Wachen nehmen. Das wollte ich hören. So, einer weg. Und tschüss. Hey. Komm. Ja, toll. Nimm hier einen Stein. So. Oh. Ja, da geht's tief runter. Möchte aber nicht wissen, wie tief. Ich möchte es auch nicht ausprobieren. So, gib mir ein paar Münzen. Ja, Mensch, hast du viel dabei. So. Okay. Dann. Nein. Na, oh Gott, hoch. So. Na, komm her. Volltreffer.
Hast du was für mich? Nur Münzen? Na komm her. So, tschüss. Schreib mir eine Postkarte, wenn du unten bist. Oder schrei einfach au. Das geht auch. Laut Wasserflussdiagramm der Mine scheint die Tür da vorn versperrt zu sein. Dann schlag ich sie ein. Wozu hat man Fäuste, wenn man damit keine Stahltüren einschlägt? Sie ist zu dick. Selbst für dich. Nein, dazu müssen wir einen Überdruck in diesem Kolben erzeugen. Soll ich mal draufhauen? Das könnte ich. Hüpfe in deiner Aborigine-Kugelgestalt auf den Kolben und hau ihn runter. Wenn der Hydraulikdruck hoch genug ist, geht die Tür bestimmt auf. Vorsicht, Kolben! Gleich kriegst du was auf den Deckel! Okay. Yay. So, jetzt müssen wir aber erstmal hoch. So. Ah. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Alter, was würden wir machen, wenn er das nicht könnte? Ja! Nimm das, du Kolben-Mistkerl! Blöder Kolben. So. Ah, hi. Du bist auch ein Mistkerl, aber kein Kolben. Ah. Tschö. Ich glaube, die Wachen mögen es, nach unten zu fliegen. Die verschwinden immer in so einer blauen Wolke. Noch eine versperrte Tür. Um die zu öffnen, musst du alle drei Kolben gleichzeitig überlassen. Oh, okay. Einfach so. 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 Ich hoffe, ich komme so runter. Weil die gehen wieder hoch, sehe ich gerade. Doch, ich komme runter. Ein bisschen langsam, aber ich komme runter. Na komm. Langsam wird es ein bisschen langweilig. Ich weiß nämlich nicht, was ich sagen soll. Geschafft! 3 gegen 1 und ich hab's euch Kolben-Heinis gezeigt. Ja, es sind halt nur Kolben-Heinis. So. Wow, ist der riesig. Liegt bestimmt an dieser Maske der dunklen Erde, vor der uns der Guru gewarnt hat. Seltsam. Sie scheint ihren Träger größer zu machen. Aggressiver bestimmt auch. Den krall ich mir. Ich lass mich auf meinem Weg zum Guru doch nicht von einem großen Spinner mit Maske aufhalten. Selbst wenn du gewinnst, kommst du nicht weiter, weil die Tür elektrisch verriegelt ist. Der ganze Bereich hängt am gleichen Stromkreis, sogar der Bohrer. Dann werfe ich diesen Clown in die Bohrer. Das könnte den Stromkreis brechen. Versuch's. Okay, es wird Zeit für mehr Gewalt. Ach du Scheiße. Ist der riesig. Na. Weiter so, das bringt was. Ja. Ein Bohrer erledigt, bleib noch bei. So. Ja, das juckt den gar nicht. Nur noch einer. Au, au. Tricksack. So, komm. Au. Jetzt komm. Meine yeah. Güte. Die Maske läuft. Meine kann das nicht. Faszinierend. Geh weiter zum Guru. Er hat ein paar Antworten. Die Tür müsste jetzt auf sein, wo der Stromkreis gestört ist. Ich sehe jetzt schon, dass die Maske uns sehr viel Freude bereiten wird. Oh je, oh je, oh je. Fängt ja richtig gut an. So. Und jetzt? Geh auf! Ja. So macht man Türen auf. Ich bin zurück, Meister. Das schwarze Wasser fließt nun klar. Ich würde gern... Ich will fragen... Oh Mann! Habe du Hager? Ja! Ich will zurück zu meinen Freunden. Und, wir hatten gehofft, du kämst auch mit. Bobbidi? Es würde dir gefallen. Wir haben echt viel Spaß. Hatte Topa? Hatte Finting? Hatte ja... Bergleute, Tragschrauber, die Maske der dunklen Erde. Ja, das ist nicht ohne.
Doch wir helfen dir, versprochen. Udaha. Danke, Guru. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Oh, schön. Ich glaube, wir haben einen Deal. Wenn wir es schaffen, das Outback hier zu säubern, kommt er mit. Warum hat denn der mich gerade nicht gesehen? Ich brauche schon eine Brille. Halt's Maul. Ja, da kommt schon der nächste Heini. So. Leih mir mal ein bisschen Bares. So, ein silberner Ring. So, du hast ausgedient. Okay. Zurück zum Unterschlupf. Ja, ist jetzt auch egal. Hi! Bam! Was? Das juckt den gar... Au! Das juckt den gar nicht! Ist ja unfair. Jetzt rennt mir das blöde Viech hinterher. Naja, es hoppelt. Wie so ein Has. Na? Wo muss ich ihn hin? Ach da. Halt, hast du was dabei? Nö. Ein paar Münzen aber. So. Jetzt stirb doch. Na toll. So. Uah, oh nein, nein, nein. Au. Komm mal her. Hab einen Stein. Das hat gesessen. So, komm mal her. Ach guck, der hatte sogar einen Ring dabei. Oh oh, oh oh, oh oh. Uah. Hier, guck mal, Kroko. Mal zum Knabbern. Ja. Uah. Nachtisch. Das Krokodil juckt's gar nicht. Schade. Hab gedacht, jetzt gibt's gleich Tote. Naja, die sind ja eigentlich schon tot, aber trotzdem. So. Was gibt's denn Schönes? Den hier. Und den Triangriff. Hä, Mary hat nochmal einen Auftrag? Wie jetzt? Ach, da hinten. Toll. Gerade eben war er noch nicht da. So, na, komm her. Du hast was für mich. Ich brauche wieder ein bisschen Geld. Oh, ein goldener Ring. So. Na, die nehme ich auch mit. Kann ich die kaputt machen? Nö. So, weg. Yeah. Voll ins Wasser. So, ich nehme den Stein hier mit und mache ihn gleich kaputt. Gibt ein paar Münzen. Jetzt sammeln wir keine Flaschen, sondern Münzen. Na. Guck mal, schönes Wasser. Ach, das ist der Sumpf, wo da so komische Plopp-Geräusche macht. So. Was macht man denn hier? Oh, heißt Lai. Die Münze hätte ich auch einsammeln können. Murray, fahren wir zu Ayers Rock und verscheuchen diese Bergbaudingos. Dein Guru will den Fels befreien. Spitze! Das ist der größte Laster, den ich je fahren durfte. Ach du Scheiße. Mit dem Baby könnte ich ganze Häuser platt machen. Das ist ein LKW. Ach du Scheiße. Ja, das ist ein großer LKW. Okay, fahren wir nach Ayers Rock. Oder zum Ayers Rock. Oh ja. Yay. So, hier ist schon wieder so ein blöder Bohrer. Die können es echt nicht lassen. Drecksäcke. Vom Ayers Rock vertreiben. Aber damit mein Plan funktioniert, müssen wir diesen Bohrer tiefer in die Erde treiben. Hm? Okay, Bentley, ich bin ganz Ohr. Auch wenn ich's wohl mit ein paar Wachen aufnehmen muss, um an die Bohrsteuerung zu gelangen. Schalt die Wachen aus und starte den Bohrer. Dann beginnt Murray mit Phase 2. Okay.
Also wir haben uns jetzt gerade Drehangriff Stufe 2 geholt. Ah, guck mal. So, das haben wir. Und dann haben wir noch... Ja, wir haben noch... Ups. Den simplen Stoßangriff. So, und das ist jetzt auf Stufe 2. Und das ist Stufe 1. Na, nein. Du sollst auf... Du sollst den Angriff aufladen. Na, so. Fertig. So, und was bringt es jetzt, den Bohrer da rein zu drücken? Gut gemacht, Sly. Die Schallwellen des Bohrers müssten die Riesenskorpione in der Gegend nach oben treiben. Wenn wir ein paar rote Soldatenskorpione fangen und in den Ayers Rock stecken, kommen die Bergmänner bestimmt raus. Klingt nach einem Job für den Murray. Eine Frage noch. Wie fängt man Skorpione mit einem Laster? Das Fahrzeug hat eine super starke Handbremse, die beim Fahren einen Vorwärtssalto verursacht. Oh. Im richtigen Moment kannst du so einen Skorpion in den Netzen auf der Ladefläche des Lasters fangen. Alles klar, Bentley. Her mit den Skorpionen. Nicht so schnell. Die Reifen des Lasters erhitzen ziemlich schnell im heißen Sand. Du musst sie abkühlen, indem du ins Wasser oder über die Skorpione fährst. Achte auf die Hitzeanzeige, damit sie nicht schmelzt. Und okay. Dran, wir brauchen nur die roten Soldatenskorpione. Die blauen Arbeiterskorpione nützen uns nichts. Der Laster lässt sich ganz einfach steuern. Halte die X-Taste, um vorwärts, die Viereck-Taste, um rückwärts zu fahren. Wenn du schnell genug bist, kannst du mit der R1-Taste einen Salto machen. Und super! Scheinbar krabbeln noch mehr an die Oberfläche. Okay, das ist ein bisschen... Ja, okay. Fahren wir weiter. Ups. So, die blauen. Mit dem blauen. Können wir wenigstens unsere Reifen kühlen. So. Hier sind nur blaue. So. Ach da. Yay. Ups. Ich möchte auch so ein LKW. Nein. Yay. Okay, wir gehen kurz ins Wasser. Obwohl. Hopp. Yay. Ups. Ja, ist jetzt egal. Ich habe eh nicht genug Tempo. So. Weiter geht's. Und. Yeah. Upp. Und. Nein. Oh Gott. Alter, was ist das für ein geiler LKW? Bewegungen im Erdreich an. Wir müssen also tiefer bohren, um die Skorpione rauszulocken. Okay. Nein, du musst auf die Spitze des Bohrturms klettern und das Tiefenkontrollsystem lahmlegen. Okay, Bentley, bin unterwegs. Alles klar, wo ist denn jetzt der LKW? Der lag gerade noch voll auf der Seite. Ach, jetzt steht er ganz normal. Okay, hopp. Das will ich doch gar nicht, ich will da hoch. Nein! Und hopp. Mist, da war er gerade. Egal. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Oh, oh Gott, oh Gott. Yay. So. Komm, greif den Haken. Voll. Ist ja voll langweilig. So sieht es gerade aus irgendwie. So. Okay. Es funktioniert. Moment. Das Wasser im Turm fließt ab. Murray. Von jetzt an kannst du deine Reifen nur noch kühlen, indem du Skorpione zerquetschst. Kein Problem, Bentley. Ich hab den Bogen voll raus. Ja, danke. Nö. Es läuft. Okay, nächster. 20 brauchen wir. Die Hälfte haben wir. Okay. Fahren wir über Skorpione. Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Aber ich glaube, die roten geben mehr Kühlung ab als die blauen. Also falls wir wirklich mal dringend was brauchen, dann müssen wir halt ein paar rote zerquetschen. Ja, Putzbaum. Und Felsen zerstören. Ja, kein Problem. So. 6 Stück noch. Ich sehe nur blaue. Ach da.
Und... Sehr gut. Und... Upsala. Na. Na komm. Und... Yeah. Dann habt ihr genug, um den Ayers Rock zu befreien. Ganz ehrlich, wenn ich mal Auto fahre, dann mit so einem LKW. Ja, ich sehe keine roten. Ach da. Guck mal. Und los geht's! Hab ich dich hier? Da ist noch einer. Okay. Einer noch, wo ist er? Nee. Hab ich gerade da was? Ah, da ist er. So. Und jetzt? Rückwärts an den Mineneingang und überbringe deine unfreundliche Lieferung. Nein! Doch. Riesenskorpione? Rennt um euer Leben! Oh, oh! Ja, toll. Die Wache juckt's nicht. Schöne Teamarbeit, Jungs. Ayers Rock ist befreit. Der Guru wird sich freuen. Ja, ich hab mich auch gefreut. Das war witzig. Okay. Jetzt gibt's aber keine Mary-Aufträge mehr, oder? Oder? Ne, okay. Dann rennen wir jetzt. Oder rollen wir mal nach Hause. Warum leuchte ich denn so? Ach, jetzt nicht mehr. Ui! Ui! Oh, oh, oh! Okay. Ui! Voll drauf! Bam! Oh, oh! Ei! Na, ich gehe lieber weg. So! Okay. Rein da! Haben wir Money? Nö. Schade. Okay, Sly, du bist dran.